Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und falls du meinem Kanal schon etwas länger folgen solltest, dann wirst du dich erinnern, dass ich schon mal das ein oder andere Video zum Thema gemacht habe, wie man aus einem Monosignal ein Stereosignal machen kann. Also zumindest ein Monosignal, das in Stereo erklingt, also in der kompletten Stereobreite erscheint. Gibt zum Beispiel den Haas-Effekt, berühmtes physikalisches oder psychoakustisches Phänomen, möchte man sagen. Falls du nicht weißt, was damit gemeint ist, kann ich dir oben mal ein Video einblenden. Wir können es uns aber auch einfach mal kurz anhören. Im Prinzip ist es so, dass man bei einem Monosignal, ein Monosignal besteht ja im Prinzip aus zwei gleichen Signalen links und rechts, deswegen erklingt das Mono aus der Mitte. Wenn man da eine Seite einfach ein bisschen verzögert, ich erkläre dir jetzt mal nicht, wie es im Detail ist, wir hören es uns einfach mal an. Wir nehmen mal hier diese funky Gitarre, die ich hier habe, und wenn ich den Haas-Effekt mal aktiviere, springt das Signal automatisch aus der Mitte auf die Seiten, wie du auch gerade hören kannst. Ne? Einziges Problem bei diesem Haas-Effekt ist, also der Sound wird ein kleines bisschen phasiger, aber cool Stereo. Das Hauptproblem ist aber, dass in Mono, wenn man den Song dann in Mono abhört, dass sich dieser Haas-Effekt nahezu auslöscht. Das heißt, linke und rechte Seite phasen gegeneinander und das ganze Signal wird ein bisschen leiser. Kann ich dir mal zeigen? Wenn ich mal hier auf Solo schalte, auf Mono schalte, ne? Es ist deutlich leiser geworden. Ich mache mal den Haas-Effekt wieder aus. Lauter, leiser und phasiger, und im Mix, in Mono, ist die Gitarre fast verschwunden, ne? Ohne Haas-Effekt ist sie deutlich präsenter. Will sagen, wenn man einen schönen Stereo-Effekt haben will, der dann auch monokompatibel ist, ist der Haas-Effekt wahrscheinlich denkbar ungünstig oder nicht geeignet. Aber du wirst dich sicherlich auch erinnern, dass ich mal ein Video über den Stereo-Maker von Brainworks gemacht habe. Das ist ein sehr cooles Plugin, was genau das macht, was wir als Anforderung im Prinzip haben. Aus einem Monosignal ein Stereo-Signal machen und dabei auch noch monokompatibel. Jetzt wirst du dich fragen, was ist der Grund für dieses Video jetzt, wenn es das doch schon gibt. Der Stereo-Maker von Brainworks kostet ein bisschen Geld. Und als ich neulich im Netz über den Wider gestolpert bin, ein Plugin von Infected Mushrooms, dieses hier nämlich, der Wider, der genau das gleiche macht wie der Stereo Maker, habe ich gedacht, das muss ich euch unbedingt mal zeigen. Denn dieses Plugin macht genau das und hält auch das, was es verspricht. Es macht aus einem Monosignal ein schönes, breites Stereosignal, sogar mit einer wählbaren Stereobreite. Das heißt, man kann sogar den Anteil des Signals schön wählen, wie breit es werden soll. Und es ist monokompatibel. Das heißt, wenn ich auf Mono schalte, verschwindet die Gitarre nicht oder wird phasig, sondern das Monosignal bleibt komplett erhalten. Wir können uns das ja mal einfach anhören. Ich schalte die Gitarre mal auf Solo und aktiviere mal den Wider. Und du hörst, die Gitarre kommt immer noch aus der Mitte. Ne? Und es gibt nur einen einzelnen Regler hier. Das ist hier im Prinzip dieses Feld hier. Da muss ich einfach nur reinklicken und das mal ein bisschen breiter ziehen. Und jetzt achte mal drauf. Ich hoffe, du hast einen Kopfhörer auf und guckst das nicht am Handy. Hör mal. Und was hörst du? Nix. Weil ich vergessen habe, den Monoschalter auszumachen. Mit anderen Worten, ich habe das Plugin aktiviert, das eine Stereobreite machen soll, aber in Mono hat sich nichts geändert. Die Gitarre ist nicht lauter geworden, leiser geworden oder sonst nichts, gar nichts. Aber wenn ich jetzt das Ganze nochmal rückgängig mache, und jetzt mache ich den Monoschalter hier aus, und jetzt machen wir nochmal den Wider an, aber diesmal in Stereo, wird das Signal immer breiter. Mega geil, und du kannst es bis auf 200% hochziehen, was natürlich sehr viel ist. Es wird auch ein bisschen lauter, das Signal, aber man kann hier richtig schön mit der Stereobreite spielen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt den Monoschalter wieder anmache, ist die Gitarre zwar mono in der Mitte, aber nicht leiser oder phasiger oder verschwunden. Und das ist mega geil. Wenn ich das mal zurückdrehe und wir hören uns das mal im Mix an, Achtung. Oh, nicht volle Pulle, nur so ein bisschen. Die Gitarre wird größer, klingt geiler. Ich mache das Plugin mal aus. Ja, ist ein bisschen leiser, ne? Und wieder an. Sehr cool. Also wirklich, der Wider von Infected Mushrooms, ein sehr geiles Plugin. Kostenlos. Link unten in der Videobeschreibung, kannst du es dir runterladen. Und ich hoffe, du hast damit genauso viel Spaß, denn es funktioniert natürlich nicht nur bei einer funkigen Gitarre, sondern bei Vocals, die man damit ein bisschen größer machen kann. Oder bei Chören, wenn du nur eine Spur eingesungen hast. Oder bei Mono-Synthesizern oder sonst was irgendwie. Schreib doch einfach mal unten in die Kommentare rein, wofür du es anwenden würdest oder schon seit langem anwendest. Also, der Wider von Infected Mushrooms. Ich bin begeistert. Ich hoffe, du auch. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten das Beste. Mach's gut und Yassou!